Der Weltfrauentag bedeutet für mich Selbstbewusstsein der Frauen, Dankbarkeit gegenüber jenen Frauen, die sich so stark dafür eingesetzt haben und das Ergebnis, nämlich die Gleichstellungspolitik. Zunächst einmal ist es wahnsinnig wichtig, dass es den Frauen gelungen ist, dass sie überhaupt das Frauenwahlrecht haben. Das ist wahnsinnig wichtig und eine Voraussetzung für alles andere. Ein weiterer Meilenstein meines Erachtens ist die Gleichstellung der Frauen im Zivilrecht, im Eherecht, im Familienrecht. Das ist eine Voraussetzung mehr oder weniger für alles andere, um dann auch beruflich Fuß fassen zu können. Und für mich persönlich ist es auch wahnsinnig wichtig, dass wir diese praktischen Dinge erreicht haben. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass es nicht ins falsche Fahrwasser gerät, wenn ich antworte. Die Erfindung der Waschmaschine, die Erfindung der Tiefkühlkost, die Erfindung all dieser Erleichterungen, die es Frauen aber letztlich ermöglicht haben, auch beruflich viel stärker und selbstbewusster aufzutreten und schließlich natürlich auch den Männern ermöglicht haben, dass sie selbst die Wäsche auch waschen und das Geschirr und so weiter. Für mich ist es ein besonderes Anliegen, wenn es gelingt, die gesetzliche Frauenquote in Unternehmen durchzusetzen. Die gesetzliche Frauenquote, der aber dann auch die Taten folgen. Das heißt also, dass wir in 10 Jahren in eine Sitzung eines Aufsichtsrates schauen und dort, das wäre mir natürlich am liebsten, 50% der Frauen repräsentiert sind, nicht nur 30% oder 40%, wie wir das immer wieder fordern. Das ist natürlich gar kein so allzu langer Zeitraum, 10 Jahre. Aber ich denke mir, dass im Moment gerade doch einiges im Entstehen ist. Also ich bin da sehr zuversichtlich und ich hoffe sehr, dass sich das auch entsprechend durchsetzen lässt.